Leuchtet jetzt die ganze Zeit? Genau. Ah, okay. Es leuchtet die ganze Zeit. Dann herzlich willkommen zu einer neuen On the Road auf der Straße Edition von Fürnisse mit Gedirk. Gedirk und Gedirk. Ich muss den Kopfhörer rausnehmen, das irritiert mich jetzt doch ein bisschen zu sehr. Ist ein Hall drin, oder was? Und Klaus. Nee, aber wenn ich dich. Aber du hörst, so ist ganz normal. Wenn ich rede, hörst du mich ganz normal. Ja, ich höre dich ganz normal. Krass, Alter. Ich kriege ja schon wieder mit Umgebungsgeräuschen hier eine Macke. Wenn du willst. So, Dirk, habe ich jetzt mal die Kopfhörer gegeben. Der wird jetzt auch merken, durch was für ein Stethoskop man hier den Klang quasi hört. Krass. Ja, ist nicht gut. Also, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu extrem. Ja. Also am krassesten finde ich gar nicht deine Stimme oder die Stimme, sondern halt dieses feine Gedrissel im Hintergrund. Da ist das eine richtige Macke. Das ist halt, ich glaube, es ist ein bisschen, weil es so disconnected ist zwischen dem, was wir wissen, was um uns herum vorgeht. Ja. Wir reden jetzt gerade über das Aufnahmegerät. Zwischen dem, was wir sehen, was da ist und dem, was wir hören. Ja. Es ist so ein bisschen wie so eine surreale Filmsequenz. Wir befinden uns nämlich gerade im Royal in Friedrichshain, einer Kneipe, die schon so lange hier ist, wie der Klaus auch hier ist. Ja. 15 Jahre. 14 Jahre. Achso, ich wollte. Okay. 14 Jahre. 14 Jahre, ja. Ich habe hier mal, ich glaube, 2,5 Jahre gearbeitet. Zweieinhalb Jahre. Ja. Und es kam wieder irgendwie gerade die Idee, weil ich jetzt mal wieder hier bin, ob man das so verbinden könnte. Ja. Darfst du sagen, weswegen du in der Stadt bist? Oder? Ich darf sagen, dass ich für, also das ist ein Werbespot drehe. Ja, okay. Also meinst du, ich darf's? Weiß ich nicht. Okay, dann sag ich's gar nicht. Sag's nicht. Ja. Geil, du hast wirklich die Feile wie zu Hause rausgeholt. Ich muss tatsächlich den zweiten Nagel abfallen. Meine Güte, da sieht man nichts. Es ist der ein bisschen abgestorbener Fingernagel. Ist denn der alte schon da drunter oder was? Ja, der neue? Der neue ist drunter, ja. Ja, und wie macht die Natur das, wenn sie jetzt nicht fallen würde? Nagel. Fällt irgendwann ab. Oder was? Nein, der obere ist nicht mehr verbunden, der ist nicht mehr mit der Haut verbunden. Ja, das meine ich, der fällt irgendwann ab. Ja, genau, aber der fault dann halt so langsam. Der trocknet halt aus. Ich hoffe, dass ich das Essen kriege, nachdem dieses Thema durch ist. Der wird immer trockener und dann irgendwann fällt er ab, aber der hatte schon eine offene Stelle, deswegen habe ich angefangen, ihn von unten wegzufeilen, damit er nicht irgendwann bricht. War das heute Stephen Colbert, als dieser kleine Einspieler mit Trump, als Trump dann mit seinen ganzen Experten zusammensaß, meinte, könnte man nicht so ein ganz normales Influenza-Serum spritzen? Das bringt nichts. Und das Beste, was wir haben, das bringt nichts. Ach so, und er lehnt sich zurück und die Arme wie so ein kleines, dummes Kind. Ach so, das ach so, aber wir sind aber doch... Der hat auch schon abgeschaltet, ziemlich sicher an der Stelle, wenn er gesagt hat, also ich habe einen Vorschlag gemacht, mein Job hier ist getan. Ja, würde ich mal sagen. Aber es war dann wieder so ein Bild, wo du dachtest, ja. Ach, ja, ein guter Mann. Haben wir schon mal über Corona geredet? Nee, ich glaube, Corona war noch nicht so ein krasses Thema letztes Mal. Also jetzt ist ja, die Deutschen scheißen sich ja ein, im wahrsten Sinne des Wortes, und auf die Klopapier-Hamsterkäufe guckt. Ey, hast du das mitgekriegt? Ich habe das nur durch den anderen Podcast mitgekriegt. Also ein richtig gewiefter Hund, und da muss ich auch sagen, fand ich richtig lustig, hat irgendwie Anfang des Jahres einen richtigen Riecher gehabt, hat gemerkt, das dreht wohl ab, irgendwie so Nürnberger oder so, und hat diese billigen Mundschutzdinger, diese richtig einfach nur Pappel, die ja nichts bringen, beziehungsweise in Tests sogar das Gegenteilige bringen, weil du irgendwann vorne so eine feuchte Stelle hast, du bist ein Magnet für Viren und Bakterien durch deinen Atem. Eigentlich solltest du es tragen, wenn du krank bist. Genau, also da ist ja ganz gut, weil du es dann halt nicht strahlst, aber die meisten denken ja andersrum. Und der hatte halt die Dinger gekauft, 20 Cent Stück, und er hat 1 Million Dinger gekauft und verkauft die jetzt für 20 Euro. Und er hat gesagt, das war ein Spiegelinterview oder irgendwas, und er hat halt gesagt, ich kenne mich nicht mit Drogengeschäften aus, aber ich glaube, es ist die gleiche Marge. Ja. Und da haben sie dann auch gesagt, was für ein böser Scheiß Mensch und sowas, und da habe ich auch gedacht, finde ich gut. Ja, also warum, gedacht, der soll also warum denn Scheiß, weil er hat doch irgendwas, also... Ja, weil der jetzt halt aus der Dummheit der anderen... Ja, aber es ist ja nicht so, als ob er Krankenhäuser überfallen hat für die Masken. Das ist jetzt auch, ja, ne? Normal gekauft. Ja, das ist ja auch das Desinfektionsspender rausgebrochen, denn Leute sind so dumm. Die haben auch gesagt, von wegen, dass die Diebstähle, also was ihr im Hintergrund hört, diese ganzen Kaffeemaschinen, also ich sag das jetzt nur, weil ich höre das so super laut, mir wahrscheinlich gar nicht. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen, dass wir Pause machen. Aber ich habe halt auch gehört, dass es so viel Desinfektionsmittel mittlerweile gestohlen wurden, dass das jetzt langsam anfängt, dass sie das ahnden wollen. Weil die gesagt, jetzt ist es wirklich eine Straftat. Vorher haben sie gesagt, okay, das ist wie im Hotel, wird mitgenommen. Aber die haben jetzt so, also auch keine lustigen Summen,
keine lustigen Zahlen mehr, dass sie gesagt haben, von wegen, da wird das Lager aufgebrochen und da würden Kartons geklaut. Aber was die Leute, also vorher noch extra die Warnung rausgeben, so wascht euch einfach normal die Hände. Naja, normal, 20 Sekunden. Ja, naja, aber ja, solltest du ja im Regelfall. Ja. Wascht euch die Hände, niest und hustet in die Ellbeuge. Genau, Abstand zu anderen oder beziehungsweise zu so auch Häufchen von Menschen, also Anhäufungen sowas. Das ist halt echt, aber dieses, und nicht ins Gesicht fassen. Ja. Das, was wir quasi gerade die ganze Zeit aber machen. Aber auch alle fünf, ich glaube 15 Mal pro Stunde ist das statistische Mittel, was man sich ins Gesicht fasst. Also ich bin deswegen jetzt bitte andere Leute, die ins Gesicht zu fassen. Ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall gerade richtig am Desinfizieren, wenn ich unterwegs bin. Beziehungsweise habe dann halt die andere Pfote. Du bist ja im Zug unterwegs, ja, das ist auch. Ja, nee, ich meine auch, wenn ich hier in Berlin, also vorhin versucht dann immer nichts anzufassen und dann war ich halt in der Tram. Die war halt super voll. Und dann habe ich halt gesagt, okay, zack, und dann hast du halt mit der linken, nee, mit der rechten Hand irgendwas angepackt und dachte ich, okay, da denkst du dran, dass du die erstmal hängen lässt, wie tot, wenn du rausgehst, dass sie jetzt. Am besten du zwingst dich einfach die Hände die ganze Zeit in den Taschen zu haben. Ja, das hatte ich halt. Ja. Bloß wenn du halt dann merkst, wow, jetzt wackelt, dann kommt halt einfach der Reflex und der ist halt nicht Fall aufs Gesicht, sondern nutz deine dummen Hände, du Trottel. Hast du gesagt Fall aufs Gesicht? Ja. Er hat deine Nase wie ein Penis. Ich glaube, es ist andersrum. Morgen fahre ich auch mal wieder durch die Stadt. Ich bin gespannt, wie geleert es ist, wie viele Leute schon. Ich hatte heute eine mit einem, also eigentlich habe ich gedacht, das ist genauso hilfreich wie so ein Tuch. Eine, die hat halt einen Buff übers Gesicht gezogen. Das war wie so eine Fratze drauf. Ja. Fand ich ganz gut. Ohne Käse. Bitte? Weiß sie mit oder ohne Käse? Also ohne Käse, vegan, wenn das geht. Guter Punkt. Ja, Buff übers Gesicht. Ich habe heute irgendwelche Bilder im Netz gesehen, eine Frau hat sich so einen Plastikmülleimer, einen durchsichtigen, aufs Gesicht gesetzt. Das taucht auf Twitter auf. Hast du John Oliver gesehen? Nee. Ach doch, Corona, nee, dieser 20-Minuten-Beitrag. Ja, genau. Wo die Leute mit den aufblasbaren T-Rex-Anzügen. Ja. Ich dachte erst, es wäre ein Gag gewesen, weil ich das immer von dir und Dortmund kenne. So. Alter. Ja, aber dann ist sie ja vorbereitet. Dann hat sie ja gar nichts zu befürchten. Ja, eben. Sie ist ja safe. Ja. Also, was heute bei Stephen Colbert war, meinte halt, die größten Mythen, die gerade in den Staaten halt rumgehen, ist halt irgendwie, ich glaube, ein Liter gekochtes Knoblauchwasser trinken. Ja. Und da meinte, lass es abkühlen. Und was nicht geht, meinte, oh Gott, ich muss es wirklich sagen, don't drink bleach. Es gibt den Mythos, dass man einfach Bleiche trinken sollte und das ätzt alles weg. Also, wie gesagt, das meint ja John Oliver auch. So. Also, wenn du tot bist, ist die beste Krankheitsvorsorge. Da erwischt dich nichts mehr. Ja, und wie zart hell dein Mund, dein Rachen dann aussehen muss wahrscheinlich. Ja, da freut sich der Arzt. Also das geht durch bis zum Anal Bleaching. Aber Bleiche saufen. Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wie diese, wie heißen diese komischen Packs, diese Bubble Packs? Ja, Tide Pods. Ja, und also die hast du auch. Wenige Zeiten. Okay. Also, das sind auch zwei Wellen, die stimmt. So eine Kugel. Tide. Ja. Die Nip-Tide. Das war ja eine Zeit lang auch der Trend, dass Leute Waschmittel gegessen haben. Aber da sind auch schon ein paar draufgegangen, oder nicht? Ja, sicher. Was erwartest du denn von den Amis? Vorhin habe ich die Karte gesehen. Jedes Bundesland hat mittlerweile mindestens einen Fall. Bis auf Sachsen-Anhalt. Ja. Das habe ich auf Twitter eben gesehen, weil er meinte, die haben nichts in Sachsen-Anhalt. Nichts. Nicht mal Corona. Ja, genau. Oh Mann, ey. Also absolute Panik gerade. Wie gesagt, ich finde, beim Lidl ist es erstaunlich normal. Das Einzige, was fehlt, sind Vollkornnudeln. Die, das habe ich von anderen Leuten gehört, in den anderen Supermärkten die einzigen sind, die noch da sind. Also da sagt der Deutsche wohl, nee, also so weit zu gehen, Vollkornnudeln zu essen, das würde ich jetzt auch im Pandemiefall nicht bringen. Das ist was ich in Wittenberg gesehen habe beim Netto. Da hatten ganz viele Dosenwaren und in so Plastik eingeschweißte Fertiggerichte. Also alles, was sehr viel Fett und sehr viel Fleisch hat. Das war echt sehr dünn besät. Und wenn dich irgendwie hinstellst, oder gesät, wenn dich da hinstellst, wo es dann halt so Haferflocken gibt und Nüsse und sowas, extrem viel. Okay. Also das ist alles noch da gefühlt, weil das fasst ja keiner an. Warum? Ja. Danke. Dirk hat schon mal sein Essen bekommen. Es sind zwei halbe Scheiben Brot. Hau rein.
Ja, ich warte noch. Das ist so ein bisschen wie eine Henkermahlzeit. Es gibt halt noch so ein trockenes, so ein dreckiges Glas Wasser. Der Sportler von heute. Dankeschön. Aber jetzt hier alles. Service. Andersrum, ne? Ja, weil du kannst alles zu ihm. Das Licht ist ja schön, was wir hier kriegen. Ja, Dirk hat direkt einen Spot auf den Pommes, wie die Hand Gottes. Genau. Ja, ich tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen schmatze. Alles gut. Das müssen ja die Zuhörer dulden, nicht ich. Ja, ja, ich hab's auch den Zuhörern gesagt. Ja. Wie hat das den Zuhörern gesagt? Ich habe mir hier so einen kleinen Snack gerade bestellt. Ich mache ein Foto von dem Pommes. Das scheint mir das beste Titelbild gerade zu sein. Und zwar ein Salat, Pommes, Brot wahrscheinlich zum Salat und ein Burger. Mit einem Patty, groß wie mein Unterarm. Ja, das sind diese Gemüse-Patties, die passen halt nicht in die genormten Dinger rein. Ah, ja, kein Wunder, dass sich das nicht durchsetzt, vegan und vegetarisch leben, wenn die Patties nicht in die Burger passen. Die Chicken Nuggets hatte ich jetzt noch ein zweites Mal. Hast du jetzt ein zweites Mal? Vegan, ja. Nein, wie sind die? Chicken Nuggets, ja, sind nur Nuggets. Die sind gut. Also ich bin ja nicht so ein Nuggets-Fan, aber so mal kann man die echt essen. Ja, meist sind die immer relativ schnell trocken. Du brauchst halt immer irgendwie eine Soße oder irgendwas. Ja, ich meine, Dip ist auch dabei. Ist halt so ein bisschen. Wobei die von der Saftigkeit recht gehen. Die haben echt so ein bisschen so eine glasige Textur in. Glasig? Ja, wie Hähnchenfleisch. Okay. Also auch die sind echt interessant, aber natürlich deutlich teurer als das Hühnchen. Aber hast du mir nicht ein Foto gezeigt, dass die normalen genauso teuer sind, plus die billigen Nuggets? Die normalen sind die 500 Gramm Packung. Oh. Also, was heißt deutlich teurer? Die anderen kosten halt 2 Euro, die kosten 2,50. Ja, ja, was ist schon. Was kostet jetzt der erste Burger aus der Retorte, aus der. Der hat doch am Anfang $3,000 gekostet, jetzt kostet er irgendwie $300 und so ist das ja quasi auch. Ja. Aber ich meine, es ist halt, die Nuggets sind nur aus Weizenmehl. Es ist jetzt eigentlich nicht so ein Luxusprodukt oder sowas Exotisches. Weizen, kein. Irgendwie sowas, ja. Also so verklebtes Weizenzeug, Weizenprotein. Ja, kann ich nur empfehlen. Also wenn du mal irgendwie Bock drauf hast, dann geht es schon ganz gut. Ich würde es ja gerne essen. Ich war ja gestern, als ich geschrieben habe, beim Lidl in Wittenberge und stand da vor halt irgendwie nur den vegetarischen Salamischeiben und 2 veganen Schnitzeln. Und die veganen Schnitzel sind ja wirklich das Trockenste, was du da kaufen kannst. Und dann habe ich gesagt, weil ich da einen Tag vorher schon war, ich habe gesagt, wo sind die veganen Wurst, bla 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 von Rügenweiler oder was das da ist. Und meinte, ja, komm morgen alles. Dann bin ich zu Kollegen gestern hingegangen, wo sind die? Es hieß von denen, die kommen heute. Ja, wieso? Ja, dann gehen wir mal auf Besuch. Standen sie ganz woanders, meinte, hier sind die, ist hingegangen. Ja, wieso? Und rüttelt so an, ist doch alles da. Also, da ist alles vegetarisch, ist keine vegane Wurst. Ja, das ist alles, was wir haben. Ja, aber gestern meinte der Kollege, komm heute. Ja, wo gehen Sie denn sonst immer hin? Ja, Lidl. Ja, aber was denn für ein Lidl? Was? Ja, es gibt A-Lidl und B-Lidl. Das ist mir aber ganz neu. Ja, und dann kam irgendwie gerade so eine Kollegin, leicht betäubt mit irgendwie so einer Ameise vorbei, also so ein Hubwagen, der Motor hat. Brigitte, haben wir hier sonst noch andere Wurst, die nicht Fleisch ist? Nee. Und meint der Herr Käse? Genau. Das ist, Alter, wollte mich verarschen, da wurde ich ein bisschen muffig. Dann habe ich halt im Netz geschaut, weil du kannst die Filialen ja angeben bei Lidl. Ja. Und stand von wegen, dieser Lidl hat das volle Lidl-Sortiment. Ja. Und dann habe ich das erste. Allein ist meines hier Lidl B. Genau. B-Lidl. Und dann habe ich das erste Mal Service-Kontakt Lidl irgendwie angeschrieben. Ja. Da habe ich gesagt, ja, als Verbraucher, bla bla, war ich da und die Kollegen meinten, die gibt's nicht. Und sie haben so eine unheimlich gute Palette. Ihr habt Next-Level-Produkte und auch hier Rügenwalder veganen Produkte, die sie halt in den Supermärkten haben. Wo sind die denn? Mal sehen, ob die reagieren. Spannende Geschichte, ich weiß. Aber also ich finde es interessant, dass es halt unterschiedliche Lidl. Wenn, finde ich, sollten sie es ranschreiben. Wir sind B. Ja. Hier nur B-Ware. Es gibt noch einen zweiten in Wittenberg, aber ich habe Schiss, dass der genauso ist und dass ich da eh nicht dann hinlaufe. Okay. Und dann heißt es so, nee, B. Weißt du, Rad oder sowas hast du noch nicht in Wittenberg, um ein bisschen mobiler zu sein? Nee, habe ich noch nicht geschafft. Ja.
Wirt haut in seinen Burger rein. Ja, guten Appetit. Ja, guten Appetit euch auch. Können wir die Frage stellen? Dirk, stell dir vor, hast du schon mal, kannst jetzt ja oder nein sagen, kannst auch nicken oder deinen Kopf schütteln, wenn du es anonym haben möchtest, hast du schon mal Nacktbilder verschickt? Ja, auf jeden Fall. Von dir? Ja, cool. Stell dir vor. Haben die schon welche von dir bekommen? Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob die an mich adressiert waren, aber. Ist diese eine Gruppe ein Nacktfoto von dir? Oder dein nackter Arsch? Ich bin nicht nackt, ich habe mir nur den Schlüpfer zwischen die Arschbacken geklemmt. Glaube ich zumindest. Das ist die Streitgruppe, jetzt ohne Philipp. Vorerst. Hast du welche verschickt? Ja, ne? Ja. Was machen wir, wenn diese Nacktbilder von uns online stehen? Also wirklich nicht irgendwie. Nee, sondern schon sehr explizit. Hast du schon was mit Gesicht und nackt verschickt? Ich glaube ja. Also beziehungsweise ist alles auf Facebook. Hatte ich irgendwann mal gespeichert. Genau, hatte ich irgendwann mal. Da habe ich gedacht, scheiße, da ist ja mein Tattoo drauf, also es ist scheißegal, ob ich mein Gesicht dazu packe oder nicht, weil das Tattoo gibt es nicht so oft. Dirk ist auf dem Penis tätowiert. Na. Und hat er das Kinoposter von Evil Dead. Es gibt so asiatische Künstler, die können ja auf Reiskörnern kleinste Motive und der hat dann, der war ziemlich unterfordert, meinte er. Also hast du schon mit Gesicht was? Ja, auch. Ich glaube auch, das ist ja eigentlich so der Kardinalsfehler, den man nur machen kann. Nicht, wenn man betrunken ist. Ja, das stimmt. Da trifft man auch die informiertesten Entscheidungen in der Regel. Das ist ja bei Jennifer Lawrence, der Dame aus den Hunger Games, passiert. Die hat halt lauter Nacktfotos von sich in der Cloud gespeichert. Und dann hat jemand ihren Account gehackt. Wie hier bei Lena Meyer-Landrut. Da auch. Irgendwer hat doch ihren Laptop mal geklaut und dann war so Nacktvideos von ihr dann überall. Da bin ich ja froh, dass der Obdachlose, der Friedrich Merz Laptop gefunden hat, den gleich abgegeben hat. Was hat er nochmal gekriegt? Ein Buch von Friedrich Merz. Fotzenfritz, ganz privat. Ja, auch so signiert. Der Obdachlose meint, ich habe das Interview neulich nochmal gelesen, ist ja jetzt relativ viel wieder, wenn es um Fotzenfritzens Charakter geht. Der Obdachlose meint, der hat sofort in die Spree geworfen. Krass, ey. Ja. Ja, aber war denn Alkohol bei dir immer im Spiel? Nicht immer, aber schon mal so ein bisschen. Also wir lauen auch gerne. Jetzt müssen wir ja neue Grußformen machen. Nee, so? Ja, genau, weil sie mal schreit. So grüßt man sich jetzt mit dem Ellbogen. So mit Zunge machen. So was von. Ja, also schon nochmal. Vielleicht darüber. Hey, meine Hände. Ein Küsschen. Aber man küsst dich gar nicht mehr. Liebe in den Zeiten von Corona. Rosemann hat mich gerade geküsst. Ja. Ich glaube, ihr wollt ja einfach ein bisschen Burger aus dem Mund klauen. Ja, aber schon auch angesäuert. Ja, genau. Auch dann, also, das ist so die Fortführung von, oh mein Gott, wen habe ich gestern geschrieben? Also ich glaube, ganz viel... Oh mein Gott, wem habe ich gestern Nacktbilder geschickt? Ja. So die Fortführung, also ich würde auch mal sagen, die Dinger liegen schon ein paar Tage zurück bei dir. Ja. Und mir auch. Und auch viel im Studium vielleicht passiert, wo man relativ freizügig mit Daten und allem Möglichen umgegangen ist. Da gab es ja so Sachen, da gab es ja Datenschutz. Der hat ja nur auf seinem komischen Irgendwas-Handy da was gefilmt, wer soll denn das sehen? Gott, ey, das, ja. Randy könnte das uns ist, töten mit seinen das Informationen. Das ist auch so eine Sache. Auf der anderen Seite haben wir Fotos von ihm im Blackface. Stimmt. Also, da wäre ich auch ganz vorsichtig, wenn ich als Swarte Piet auf dem Jahrmarkt zu sehen war. Ja, also ich würde ja mal spontan sagen. Also wir haben beide Nacktfotos, die irgendwo online sind oder waren.
wo man unser Gesicht eindeutig zuordnen kann. Ich würde ja sagen, fürs reine Schauspiel wäre das jetzt nicht so schlimm. Ich würde sagen, für den ganzen Werbebereich, den wir auch hin und wieder mal abdecken, ist das schon richtig dumm. Ja. Also, wir fragen ja bei einigen Castern auch explizit. Stimmt, ja. Hast du Pornos von dir online? Ja. Hast du Stockfotos gemacht? Genau, einmal habe ich einen Job nicht richtigen Stockfotos. Gut, habe ich halt diese Iltis Rasierfarm, hätte ich halt nicht machen sollen. Ja. Nee, aber echt, also meine Idee wäre ja irgendwie schon dem entgegenzurennen. Jetzt nicht dementieren, ich glaube, das ist schwierig, weil man dich eins zu eins sieht. Ja. Und auch dann irgendwie sagt, wow, ich finde, man sieht, also wahrscheinlich habe ich schon gesehen, nicht gemerkt, aber ich würde jetzt so behaupten, man sieht selten perfekte Photoshop von wegen Kopf auf fremden Körper, sowas. Das geht schon. Aber echt vor alles, wo du ja sagst, die Hautfarbe ja genau, und sich die Mühe zu machen. Ich meine, was man, glaube ich, relativ schnell von uns auch so semi-offiziell oder offiziell findet, sind Sachen, wo wir oben ohne sind. Ja. Also ich meine, wir genau, sind also alleine mit nicht nur anhand des Gesichtes zu identifizieren. Es gibt ja genug Fotos an sich von dir oben ohne, so ja. Weiß mal. Ja, eben. Vor 2 Tagen Instagram. Da hängst du oben ohne irgendwo. Gut, ich glaube, an dem bin ich echt schwer zu identifizieren. Da sehe ich oben ohne auch irgendwie nicht so aus, wie ich normal aussehe. Über Kopf an der Dings hängen. Das war auch eine lustige Nummer. Ich konnte ja den Rücken gar nicht beugen, da wieder runterzukommen. Stimmt, weil du musst ja erstmal an die Stange hoch. Genau, ich konnte halt hoch, weil ich mit den Füßen die Wand. Ich habe mich mit Gravity Boots, also mit Haken an den Schienbeinen, die fest montiert sind dann, in der Manschette, an meine Klimmzugstange gehängt. Und hoch kommt man relativ leicht, denn man kann aus dem Klimmzug mit den Füßen hochspazieren. Ja. Aber um runterzugehen, muss man einmal quasi in den Sit-Up gehen, ja. Um wieder mit den Händen ranzukommen. Und ich konnte aber den Rücken nicht beugen. Also inzwischen immer nur noch schlecht beugen, aber da gar nicht. Und dann hänge ich da und dachte, na scheiße. Das Geile ist, was ich immer gemacht habe, ich habe zeitweise immer gemacht, ich hatte immer eine lange Jogginghose an. Ja. Und unten, weil diese Polster mir immer noch eingeschnitten haben, hatte ich noch Handtücher rumgewickelt und dann umgeklemmt. Ja. Somit war meine Hose eingeklemmt und ich konnte einfach an die Hose greifen und mich mit einer Hose hochziehen. Du hast aber eine kurze Hose gehabt. Ja, ja, das wäre auch meine Lösung dann gewesen. Dortmund hat ein bisschen nachgeschoben. Bisschen ist hier ganz, ganz klein geschrieben. Ich kenne das, früher habe ich Simone hing da mal super und wenn sie runter, Hilfe, Hilfe, dann musste sie quasi richtig so nehmen, dass sie ja. Da irgendwie auf dem Rücken und ich sie dann im Arm dann wegtragen kann, weil sie meint, niemals wäre ich da mal hochgekommen. Und das ist ja schon relativ gefährlich. Ne? Du kannst ja irgendwie ja. Nach 2 Stunden so viel Blut im Kopf, dass du dann schon irgendwann sagst, auf Wiedersehen, also ja. Bewusstlosigkeit erstmal und dann weiß ich. Ja, naja, nee, also geht halt alles total easy. Denn ich meine, eins der bekanntesten Tarotkarten, der hängende Mann, ja. An einem Fuß und ein anderes angewinkelt, das war ja auch eine Foltermethode. Also, ja, naja, du musst nicht machen, warten und es ist schon nach ein paar Minuten. Am Anfang ist halt ganz geil für den Rücken, aber dann. Du hast halt, glaube ich, auch irgendwie nicht länger als 10 Minuten oder sowas. Ja, also so lange war ich auch gar nicht da. Da war es auch noch tatsächlich der Punkt. Ich habe mir den Rücken ein bisschen verzogen, unteren Rücken. Da waren die Muskeln so. Verzogener Rücken. Ui. Da waren die Muskeln so verkrampft, dass sich die Wirbelsäule auch nicht gelöst hat. Also das war einfach zu fest umschlossen. Also da habe ich es auch noch richtig gemerkt. Und jetzt, die Shiatsu-Matte war tatsächlich das Beste, was geholfen hat. Aber also steht doch mal länger drauf gelegen, oder? Nee, ich muss nur gezielt ein bisschen drüber rollen, damit die Stacheln die Muskeln entspannen. Hm. Aber ich bin ja so, also bei mir ist ja immer nur so 2 Minuten, aber wenn ich die schaffe, dann penne ich weg. Das ist so geil, weil dann kommt ja so ein Rush, so ein Schwall Blut durch den ganzen Körper und dann bist du kurz so, oh. Aber wir lenken ziemlich gut ab. Ja. Also eigentlich ist das schon voll die Taktik, was wir hier fahren. Prinz? Meiner? Das ist die Frage. Organisieren wir ein Aktenshooting, um geschmackvollere Nacktbilder zu haben? Cool. Cool. Cheers. Nee, muss mal einer zum Wohl sagen. Ja. Ja, zum Wohl. Alan. Weiß ich nicht. Wohl rein.
Ich glaube, da hat sich jemand schon ein bisschen eingelullert. Ja. Es gibt diese Taktik, angeblich hat Boris Johnson das ja gemacht bei der Wahl, wo er über einen Bus geredet hat und er meinte, sein Hobby ist es, Busse zu bemalen, damit wenn Leute Boris Johnson Bus eingeben, sie dieses skurrile Interview von ihm sehen, wo er darüber redet, dass er auf Obstkisten Busse malt und nicht den Bus sehen, auf dem er mit falschen Zahlen für den Brexit geworben hat. Also du überschreibst einfach die Ergebnisse und wenn dann jemand sucht, Dirk nackt, findet er deine geschmackvolle Aktfotografie, aber erst auf Seite 2 die geleakten Nacktbilder. Und die natürlich müssen diese Kampagnen dann ja auch immer ganz einfach heißen. Ne? Die müssen ja irgendwie Dirk nackt oder was heißen. Ja. Und wie oft hast du bei Google oder Ecosia oder irgendwo in letzter Zeit auf Seite 2 nachgeschaut? Ja. Da muss man schon ziemlich verzweifelt für sein. Das war doch so letztens, dass der Wendler hatte doch irgendwie... was war das? Aber hat der das nicht sogar einem Minderjährigen geschickt? War das nicht die Sache daran? Nee, der hat doch eine Minderjährige, der hat eine 18-jährige Freundin jetzt. Ja. Und die war im Playboy und die Fotos waren so super gut irgendwie so und dann Aufmerksamkeitswelle und plötzlich wurde so ein Foto geleakt, wo er da halt im Mörderstände. Ja. Und da hatte man natürlich das Gefühl, alle sagen, das hat er selber gemacht, weil er gedacht hat, hier, das geht mir gerade ein bisschen verloren. Ja, und dann muss er ein bisschen Werbung machen für Wendler gegen Pocher. Ich habe nur gehört, seine schlimmsten Sachen gesehen. Ich habe keinen Zugang zu Fernsehen, da bin ich relativ froh drüber. Neulich postete Daniel Veit von GameTube auf Twitter ein Foto mit Oliver Pocher, Mario Barth und Kristall. Boah, die Hölle. Mit dem Untertitel Deutsche Avengers. Also, und ungefähr in dem Maße ist ja auch. Die Zigarette Wendler. Nee, sorry, wir rauchen nicht. Aber vielleicht doch eine Zigarette. Ja, weil wir rauchen. Nee, wir haben keine Zigarette. Aber warten wir mal. Ja, warten wir. Ja. Warten wir. Es wird hier immer skurriler. Der Erzengel Gabriel hat gerade mit uns geredet. Es ist ein bisschen, als wenn du an der Bushaltestelle stehst. Ich warte wirklich ein bisschen darauf, dass ihm ein bisschen Lulu ins Bein runterläuft. Also der Kollege wirkt, als ob er es nicht mehr ganz schafft. Ja, wäre schön, wenn ich das noch aufessen könnte, bevor das alles passiert. Immer extra Wünsche zum Essen. Aber natürlich, also ich meine, so Nacktfotos, dass die halt liegen, in Anführungszeichen, das passiert, glaube ich, schon häufiger aus Managementgründen. Oder Sextapes. Wollte ich gerade sagen, also das bekannteste damals mit Pamela Anderson und Tommy Lee. Genau, Tommy Lee, wo er halt auf der Yacht mit seinem Penis gehupt hat. Das haben wir dann alle damals gesehen. Das war ja damals auch irgendwie, hat er es auf VHS kopiert. Ja. Das war ja ganz groß. Stimmt, das war, ich glaube, das nächste ganz große war dann One Night in Paris. Das war ein Film. Nee, das war das Paris Hilton Sextape. Das habe ich nicht mitgekriegt. Unspektakulär. Tilo war das, ne? Ja. Ja. Nur, dass jemand sich fragt, der hat ja gerade gegrüßt. Oder hört man es überhaupt, weil das so... Das weiß ich nicht. Ich sehe gerade nicht, wie unsere Mikros eingestellt sind. Aber ich glaube, wir sind beide auf 90 Grad. Das könnte schlecht, könnte knapp werden. Naja, jedenfalls der Tilo. Hier kommen ja echt wieder aufeinander. Urs, die haben wir schon tausendmal besprochen. Jetzt ist er endlich dabei gewesen. Haben wir wahrscheinlich gar nicht gehört. Nee, Urs redet ja immer relativ leise in sich rein. Ja. Ziemlich gute Urs-Impression, habe ich gerade gesagt. Ja, es ist ein bisschen leiser, nicht rein, das ist jetzt auch nicht die Kunst. Also du hast gesagt, du würdest versuchen, deine große Kampagne dagegen zu schießen. Ja. Ist denn eigentlich die Sache, wurde das an sich geleakt und ist einfach so im Netz? Oder ist es eine der Personen, die wir es geschickt haben, die gesagt haben, du Wichser, jetzt mach ich mal sowas. Weil das ist ja eigentlich eher... Hast du denn nachhinein mal gedacht, wenn vielleicht mit dieser Person kein Kontakt mehr bestand, fuck, was ist, wenn die sich rächen möchte, die Person? Ich habe dann... Ich habe niemanden ungefragt Nacktfotos geschickt, sondern es hat sich immer aus dem Gesprächsverlauf organisch ergeben. Jemand hat gesagt, Klaus, jetzt will ich Pimmel und Gesicht sehen. Ja. Da gib mir 3 Minuten, ich bin gerade in der Bahn.
Ari, mach's doch jetzt. Kannst du mal das Handy halten? Das war noch vor Corona, da ging sowas. Ja. Berlin, ne? Ja. Warte mal, aber da hast du ja bestimmt auch diverse Nacktfotos erhalten. Genau. Mit Gesicht? Ja. Also sind nicht nur wir sehr dumm. Nein, nein. Du nicht? Ja. Also das ist, nein, nein, das ist, ich glaube, so dumm und careless sein, das passiert im Moment, in dem das Blut doch weniger im Kopf ist, relativ großzügig und fahrlässig. Aber eigentlich total lustig, ne? Dass das schon eigentlich so fast normal ist, dass jeder halt irgendwo Pimmel-Arschfotos irgendwo hat. Und wahrscheinlich ist das dann auch, dass man immer sagt, weißt du, was willst du denn machen? Weil die hast ja nicht nur du, die Fotos. Auf www, oh mein Gott, auch das ist klaus.de, haben das schon ganz andere gesehen. Ja, aber ich meine so als Racheaktion in Anführungszeichen, das würde immer böse. Wobei das Problem wäre, du müsstest ja dann zuordnen, aus welchem Gespräch genau die Nacktfotos sind, wenn du zurückschlagen wolltest. Also, das ist ja auch, wo du dann denkst, oh, jetzt gehe ich alle Gespräche durch, wo ich Nacktfotos verschickt habe. Na toll. Hast du denn, war das damals so WhatsApp-Zeiten? Oder hattest du gar kein WhatsApp? Habe ich tatsächlich zum ersten Mal letztes Jahr installiert für die IFA. Meine WhatsApp-Profilbeschreibung ist, schreibt mich hier nicht an, sonst lösche ich euch überall sonst. Ich hasse WhatsApp nicht so sehr aus Datenschutzgründen, die sind ja überall bei den ganzen Apps gleich schlimm oder gleich verdächtig, sondern weil das Design so scheiße ist. Ätzend. So wie Crew United. Geht gar nicht. Jetzt noch besser. Das WhatsApp-Design geht echt überhaupt nicht. Also da möchte ich auch kein Nacktfoto sehen. Jetzt wird die Frage, hast du noch diverse Nacktfotos von dir auf deinem Handy? Ich glaube nicht. Das ist nämlich immer die Sache. Man sichert sich ja immer ab und sagt, jetzt habe ich es verschickt. Ja. Und dann hat man sie irgendwann danach gelöscht. Ja. Und man sagt, das ist ja doof, wenn ich sie selber hätte. Oder du machst sie mit der Fotofunktion der Nachrichten. Dann werden sie oft gar nicht gespeichert, je nach einer Einstellung. So. Ja, aber das ist natürlich safe, wenn man sie selber löscht. Aber du hast ja anfangs gesagt, was machen wir, wenn die geleakt werden? Aber hast du dann schon überlegt, in welchen Rahmen? Also wie präsentiert sich das? Nee, ich dachte, wir lassen das ein bisschen offen. Ja, naja. Also ich meine, es wird ja nicht in dem Sinne öffentlich, weil wir sind ja keine öffentliche Person. So, also ja, aber sagen wir mal, jetzt mal zum Beispiel ein Instagram-Account, der dann relativ leicht alle unsere Follower und Freunde adden kann. Ist das vielleicht so, oder haben wir vielleicht Glück, dass die Fotos jetzt in Erinnerung her gut sind? Genau. Dass wir Bombe in Form waren. Genau. Dass er sagt, guck mal, das alte Dreibein, was wirft der denn für einen Schatten? Boah, ist der trainiert? Hat der einen Rücken? Was ist das für ein Arsch? Sowas. Ja. Dass man sagt, das ist mir gar nicht so, also ist gar nicht so schlimm. Das ist Werbung. Dirk kleckert hier Pommes durch den ganzen Laden, nur um den Coronavirus zu verbreiten. Vielleicht schreibst du ja nicht irgendwann mehr für irgendwelche Pornoseiten, sondern dann schreiben die dich an. Habe ich es erzählt von der Pornoseite? Das wird du dir gesagt. So, stimmt, da war ich hier. Ja, geilepflaume.de. Darfst du das sagen? Warum nicht? Geht auf geilepflaume.de. Wo irgendwelche Hobbymodels Nacktfotos von sich hochladen. Ist die Seite frei oder ist sie kostenpflichtig? Die Seite ist frei. Es gibt aber auch ein DIN A5 Magazin, das kostet 4,90 oder so. Wo du die gleichen Bilder siehst? Wahrscheinlich mehr. Aber prinzipiell ja. Wenn du noch Häschen zum Wichsen nehmen möchtest. Was heißt mehr? Also meinst du mehr Bilder oder man sieht mehr? Nee, so. Also noch mehr sehen wird schwierig. Dann bist du schon in der Pathologie, oder? Ja, bist du in der inneren Medizin. Hast du da jetzt so einen netten Strieb
Ja, ich habe den E-Mail-Text von dem, den sie Leute, deren E-Mail-Adressen sie über eine Mailingliste abgegriffen haben, vermutlich, per E-Mail anschreiben. Also kriege ich demnächst von geilepflaume.de. Komm auf geilepflaume.de. Hast du? Ja. Hast du eine Seite, hast du so eine besondere E-Mail-Adresse für Instagram angegeben? Nee. Weil ich drei Accounts habe und anfangs brauchst du noch mehrere E-Mail-Adressen. Drei? Cinema Fatal und Tower Robles. Ah, ja. Und bei Twitter auch. Bei Twitter brauchst du auch eine eigene E-Mail-Adresse dafür. Das heißt, ich bin eigentlich alle einmal durchgegangen. Aber ich bin mir schon nicht so sicher, ob da viel Scheiße mit meiner E-Mail passiert ist, weil ich halt relativ viel Spam bekomme. Wolltest du darauf hinaus? Mhm. Oder? Ja. Also ich habe so eine Instagram-E-Mail-Adresse und da kriege ich halt eigentlich immer nur irgendwelche Secret, Sex State, Titten, Member Club und sowas. Ich glaube aber, die suchen sich halt die E-Mail-Adressen danach aus Alter und männlich. Okay, also ziemlich viele. Ja. Nee, aber weil manchmal ist das Anschreiben halt so persönlich. Kannst du dich noch erinnern? Ja, aber das ist ja immer, damit du raufklickst, damit du halt in der Header, also im Betreff und in den ersten paar Zeilen, wenn du überfliegst, deswegen sind ja auch so Spam-Mails oft, ihre Rechnung oder ihre Bestellung liegt im Paketzentrum. Das ist ein neuester Phishing-Trick. Sie schreiben irgendeine Lieferung von dir aus einem Paketzentrum und die Liefergebühr von 2 Euro wurde nicht bezahlt. Okay. Also halt, wo halt relativ viele Leute denken, ja, irgendwas habe ich bestellt, muss jetzt noch 2 Euro überweisen, damit es freigeschaltet wird. Also ich glaube, mit so Mikrobeträgen kriegen die relativ viele Leute. Das ist ein bisschen besser als Überweisung 500 Euro, würde das Vermögen des verstorbenen General Mutambe überweisen können. Aber die geben dann nur eine E-Mail-Adresse an, PayPal oder richtige Bank oder was? Ich habe nicht raufgeschaut, aber wahrscheinlich ist es irgendein PayPal. Ja, du hast auch von einem General Mutabe Nachrichten gekriegt. Ja, von seinen Nachkommen. Ich bin der nächste lebende Verwandte. Was? Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wir haben irgendwas. Ja. Ob Brownie die persönlich kennt? Ich weiß nicht, ob der da jetzt noch hinhumpeln kann. Ja, den hat es auf jeden Fall gut erwischt. Beim Fußballspielen. Der hat noch weitergespielt. Er meinte, er zog es an der Bade. Angerissenen oder eine Durchblutung? Ja, er zog es an der Bade und hat er sich ins Tor gestellt. Aber wenn du einen angerissenen Muskel hast, dann zieht es doch nicht. Dann bist du doch kurz vorm Blindwerden. Naja, er meinte, er übernachtet, er ist auf die doppelte Größe angeschwollen. Und dann musste er doch ins Krankenhaus. Seine Freundin ist ja zum Glück Ärztin. Deswegen konnte sie immer mit der Amputationssäge nebenstehen. Aber gerade jetzt im Krankenhaus, da habe ich, also ich finde Krankenhaus schon generell scheiße. Die ITB wurde ja auch abgesagt. Wie was? Tourismusbörse. Hast du diesen komischen Vorfall mitgekriegt? Ich habe immer irgendwie gelesen, bei Spiegel, dass Merkel nicht mehr die Hände schüttelt. Und Seehofer hat gesagt, ja, mache ich auch für internationale Besuche. Und dann trafen sie aufeinander und dann war es irgendwie, haben halt so ein komisches Tänzchen aufgeführt, weil sie sich ja nicht mehr die Hände geben. Ich würde mal behaupten, Horst Seehofer wurde der Handschlag sowieso schon mehrfach verwehrt. Ja. Pardon, zurück zur Nacktheit. Aber sagen wir so, also man kann mit den Nacktfotos kann man gut alle Leute erreichen, die wir kennen. Ja, auf jeden Fall muss man nach vorne. Ja. Also man muss das in die Story packen, die Fotos geil, irgendwie ein bisschen kommentieren, 1000 Hashtags dazu. Dass alle Fotos mit dem Smiley mit Herzchen in den Augen kommentieren. Und sowas wie, ich like ja selten meine eigene Kunst, aber hier geht halt einfach nicht anders. Hashtag Mörderpenis oder wow, dieses aufgedunsene, betrunkene Gesicht, ist ja voll erotisch. Okay, aber jetzt ich mache es mal ein bisschen mysteriöser, um das weiterzuspinnen. Es sind nicht nur Fotos aus einer Konversation, sondern von mehreren Online-Konversationen. Tauchen dann Nacktfotos von uns auf. Über Jahre hinweg, die wir verschickt haben. Aber jetzt nicht mit irgendwelchen Informationen. Nein. Nicht unsere Kontodaten, die wir in der Regel mit den Nacktfotos mitschicken.
Ich habe mir meine IBAN auch unter dem Bauchnabel tätowiert. Ich habe sie ja... Da habe ich wieder diesen chinesischen Reis tätowiert. Längst den Schaft lang, hat er gerade angedeutet. Ja, mit der Big danach. Auf derselben Seite. Das hat wehgetan. Big kann man dann ganz gut in die Eichel schreiben, auf den Drüsenkranz. Drüsenkranz. Nicht jeder hat einen Drüsenkranz. Jeder hat einen Drüsenkranz. Oh mein Gott, ich esse eigentlich gerade, ich merke das, ne? Ja, meine Güte. Freunde der Nacht, irgendwas ist immer. Was im Gesicht? Ja? Hast du in sein Gesicht gefasst oder auf dem Hand auf dem Rücken? Nee, ich hatte einfach nur Hand. Achso, ich habe gerade ganz vergessen, dass wir die ganze Zeit mal laufen. Ich habe jetzt gesagt, ich werde total faszinieren, weil dieser lustige Gast, der vorhin irgendwie gesagt hat, stoßt mal an und nach einer Zigarette gefragt hat und so weiter, ist jetzt langsam ein bisschen abgedreht. Jetzt werden wir schön rausgehen und eine vor ihm rauchen. Wartet's mal ab. Ja, der ist leider gerade ein bisschen abgedreht, da muss der Klaus kurz hin und hat ihn gekonnt, den Arm verdreht. Wir haben den Arm noch festgehalten, also der wirkt jetzt auch nicht so, als ob er... Okay. Ja, weil er plötzlich übergriffig an so einem Gast war und der hat schon gesagt, lass mal, und dann hat er ihn ins Gesicht gefasst und alles und dann... Ja. Naja, ne? Was halt so passiert an einem Mittwochabend in Berlin. Und dann einen Gast, der Waffenträger ist, wo ich auch denke, gerade in so schwierigen Zeiten, kann ich mir vorstellen, dass er dann plötzlich mit einer Glock antwortet, und das muss ja nicht sein. Weil dann reicht hier mal so ein Griff in den Nacken nicht. Ja, ne? Gut, wenn man die Glocken läuten hört. Das kann Klaus sagen, als der absolute Fortnite-Killer. Oh ja, wie wäre das denn? Bist du denn da irgendwie als besonderer Name und jetzt gekennzeichnet, weil du so der Böse... Wie heißt du denn da? SM Fritz. Ah ja, wie immer. Ja, wie immer. Was ist denn, wenn... Wenn der Name frei ist. Wenn plötzlich während des Spiels neben deinem Icon, Profil, blabla, ja, tauchen dann immer so in die Penisbilder auf. Würde ich das nicht ein bisschen im Sniper-Modus irritieren? Es gibt zum Glück da keine Möglichkeit, Bilder reinzuladen. Du hast noch einen stilisierten Banner. Naja, aber wenn man das irgendwie hackt, den Scheiß. Ja gut, mich würde es nicht so ablenken. Ich glaube, viele der Minderjährigen, die das spielen, werden leicht irritiert. Ja. Also. Und du hast gesagt, wie lange geht denn dieser ganze Prozess? Du hast gesagt, dass das alle alten Bilder nach und nach gezeigt werden. Ist das dann irgendwie über Wochen, muss ich mir das vorstellen oder so? Das kommt darauf an, wie viel du verschickt hast. Wenn jeden Tag eins geschickt wird, über Wochen, über Monate, Jahre, wie lange soll sich das hinziehen? In der Regel verschickt man ja auch aus expliziter Pose XY nur ein Bild und macht nicht noch ein paar Varianten zum Aussuchen. Naja, du hast ja gesagt, du hast immer auf Aufforderungen reagiert. Kann ja auch sein, dass jemand mal sagt, mach mal den Arm hoch. Das hat sich natürlich im Gesprächsverlauf ergeben. Leg's mal auf dein Bein. Dankeschön. Ja, naja. Aber ne, ich meine, das ist ja das Explizite, das weiß ich ja von Dortmund. Sie bekommt ja ständig irgendwelche Penisbilder zugeschickt. Also das passiert ist natürlich ja relativ viel unaufgefordert im Netz. Aber das habe ich schon von vielen, was ist das denn, Instagrammern oder ja, sonst was gehört, so von wegen, das dann halt so... ja, also wenn man es mit Humor nehmen kann, dann geht's. Aber ich meine, die Sache ist ja...
Also wenn du ein Bild geschickt kriegst von Instagram, dann ist es doch erstmal von einer fremden Person retuschiert, oder nicht? Dann ist doch von, willst du das sehen oder so? Aber du hast halt nur, da steht dann halt Foto und du musst draufklicken. Genau. Und ich habe halt irgendwie auch mal so einen Nachricht von irgendwelchen, ich glaube, es war so ein Typ von wegen hier so ein Foto, und ich gesagt, nö, kenne ich nicht, muss ich mir nicht angucken. Also die Neugier hat mich da nicht getrieben, weil ich dachte, wenn das retuschiert... Ich meine, es gibt ja auch andere Plattformen wie Twitter oder so, da wird es nicht... Stimmt, ich denke die ganze Zeit, wir sind ja noch auf Instagram, aber es ist ja generell. Das heißt, eventuell, jetzt nicht in der Zeitung, weil wir da halt einfach nicht, aber auch nicht in der... Aber es reicht... Lokale Trottel, nackt aufgetaucht. So eine typische Simpsons... Simpsons-Schlagzeile. Ja. Ja, meinst du denn, wir kriegen das in den Griff, wenn man ein professionelles Fotoshooting macht? Und dann ist die Frage auch, was ist das? Du stellst genau die Posen nach, aber machst es professionell? Du hast ja bestimmt schon eine männliche Aktfotografie gesehen. Ja. Und die war bestimmt mit Schatten und Licht und sonst was und die war cool, sobald man an den Penis sah. Ja. Also weil man denkt von den kann man sehr schwer cool in Pose setzen. Ja. Den kann man halt nur erotisch in Pose setzen und da empfindet man weniger. Genau. Zum Beispiel. Also hier in der. Das ist ja auch die Sache. Du müsstest ja dann im Fotostudio darfst du ja nicht nervös werden, wenn dann die Lichter aufgebaut werden. Du denkst, 5 Minuten. Flacher Teil. Ja. Hat ja nicht jedes Fotostudio. So. Ich habe ja hier, also hier, wo ich gewohnt habe, ist ja dieses Mode, kleine Modeboutique oder irgendwie so. Ja. Oder, genau. Und das ist ja halt auch, wenn ich das verstanden habe, homoerotische, also ganz normal vorbeigegangen hat. Ja. Homoerotische Lingerie oder so. Ja. Und da siehst du dann auch Männer in so eine Art Dessous auf dem Foto. Ja. Wo dann auch gerne mal so eine Art Tütü und unten hängt der Penis raus und so. Ja. Das Faszinierende ist gar nicht das Bild, sondern der Typ, der ernsthaft da steht. Oder ein Gesichtsausdruck wie, ich bin jetzt leidenschaftlich, lass mich fallen. Und denkst du, wow. Also, das ist, wenn man als Mann eigentlich nur gewohnt ist, Boxershorts zu tragen. Ja, oder Retro-Pants oder so. Ja, aber halt genau. Und dann, irgendwas Normales. Und dann hat's... Genau, oder eins hat er auch so ein Korsett an. So. Und dann halt unten den Hering raus. Und dann ist halt irgendwie, was bei Frauen halt super sexy aussieht, nur ein T-Shirt. Ist bei Männern halt nur ein T-Shirt und unten guckt der Löres raus. Ich glaube, das wär's, oder? Dass man gar nicht versucht, das aktmäßig wunderschön zu machen, sondern man hat dann halt einfach die ganzen Klassiker stellen wir andersrum nach. Wir haben halt ein viel zu enges T-Shirt, was dir gerade ein bisschen Bauchnabel geht. Und du guckst so mit dem Zeigefinger auf der Unterlippe von wegen, sorry, did I? Irgendwie so. Und dann stehst du gerade im Türrahmen. Wieder fast Dirk sich ins Gesicht. Aber ich habe hier nichts angefasst. Ja. Aber so kannst du es auf jeden Fall schnell abschütteln. Weil ich glaube, das Erotische ist halt super schwierig. Ja. Fände ich. Zumal, weil du da in einem ganz bestimmten Mut warst. Du warst da alkoholisiert, du warst irgendwie erotisiert und das andere ist dann... Erotisiert ist nett gesagt. Für geil. Und dann... Er juckt sein Gesicht mit der Armbeuge, wo er sonst die ganze Zeit reinhustet. Ja, aber ich wenigstens. Ich kriege nur mein eigenes Corona. Kann die Scheiße auch nicht mehr hören. Die Schule wurde gestern geschlossen. Welche? Die Oberschule. Die war einen Tag zu, weil eine Klasse aus der Klassenfahrt wiederkam und der Lehrer Corona hatte. Ja, dann wurde die Grundschule auch gleich mitgeschlossen. Björns Kids waren auch zu Hause. Aber die Schüler waren noch nicht in der Schule und der Lehrer war der Einzige, der positiv in Corona getestet wurde. Wahrscheinlich, weil er in einem Swingerclub in Norditalien war. Also die waren auch in Südtirol. Geil ist ja halt auch mal von wegen, hatte nur 10 Kontaktpersonen. Oder? Ja. Wie die erste Person in Berlin. Ist ja nur, hatte nur 10 Kontaktpersonen. Ich so, ey, warte, wenn die eine Person halt einfach mal dumm 10 Minuten in der S-Bahn steht und rumfährt. Was oder soll eine das von den 10 Kontaktpersonen. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Eine von 10 Kontaktpersonen steht einfach nur mal kurz in der S-Bahn. Das ist doch dann nicht, das ist ja dann nicht von wegen eine daraus werden 2, sondern es ist ja exponentiell. Ja. Das ist ja dann halt irgendwie aus einer werden 100, aus 100 werden 1070 und danach wird es Berlin oder so. Ja. Ich dachte ja auch, die Kids von der Oberschule gehen ja ständig zu Lidl.
also da alleine, wie sich das nachbereitet. Genau. Ich bin jetzt selten bei den Chips und den Energy Drinks, aber. Ja. Bei Kong herrscht Corona war. Weil ich mir nicht sicher bin, ob Kong das nicht desinfiziert, wie Bleiche. Ja, also ich wäre vielleicht auch geckig voll draufsetzen. Also erstmal die Bilder, die geleakt sind, selber nutzen so, dass einfach der Verdacht aufkommt, ach scheiße, was geht bei ihm gerade? Warum macht der das denn? Und naja, also wenn der wird ja sogar ein Job draus. Also ich meine, Berlin Tag und Nacht, dann brauchen sie immer so einen Affen. Okay, will ich das? Okay. Aber ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie heißt der denn nochmal? Der deutsche Schauspieler, der hier geweint hat bei Berlinale, hat halt über die Situation hier so gesprochen. Ah, Lars Eidinger. Genau. Ja, der ist bekannt mit Wurst im Arsch. Genau. Und da sie jetzt ja nicht, wo du denkst, oh, das hat ihm ja ganz schön was verbaut. Ja gut, du hast das anders, ob das auf der Schaubühne war oder ob du es... Ja. Irgendwie so nutzen. Also ich glaube, wenn du versuchst das wird das Dümmste. Gut, also wir nutzen die Bilder selber, um es zu promoten. Und unser aber würde was bringen, wenn man noch einen draufsetzt? Das wollte ich gerade sagen. Unser argwöhnischer Feind denkt jetzt, okay, gut, das reicht offensichtlich nicht, um die beiden Knalltüten abzuschießen. Also poste ich die Bilder und die dazugehörige abgeschickte Nachricht. Ach so, ich hab eher gedacht, wie man zeigt noch mehr oder so. Nach vorn gebeugt, offenes Poloch. Genau. Man sagt, bleach das, du Arschloch. In Klammern nicht dieses Arschloch. Irgendwie so. Also ich würde sagen, dass mir erstmal ist das, was wir da haben, glaube ich. Scheiße, Instagram hat ja auch so eine. Eventuell könnten ja dann rausgeschmissen werden, weil sonst würde ich sagen, es ist. Wir müssen es auf jeden Fall verpixeln. Okay. Aber genau. Aber auf jeden Fall wäre es erstmal Instagold. Und wenn wir dann die 5000 geknackt haben, dann kommen schon mal die lokalen kleinen Betriebe an. Kannst mal das Messer ins Mikro halten, sowas. Das war Brotschneidemesser von Brohmann. Brohmann, Brotschneidemesser. Genau. So muss man Brot schneiden. Und da ja immer mehr Bilder geliebt werden, haben wir dann relativ schnell 10, 15, dann sind wir an der 20er. Das heißt, da kriegen wir dann schon wir haben dann lokales DM oder sowas. Okay, wie gesagt, aber jetzt werden zu den Bildern unsere Nachrichten geliebt. Das Dirk hat auch gerade genau das richtige Gesicht. Vor Scham im Boden versinken. Ja, ich frage mich gerade, hast du da noch in diesen Zuständen viel geschrieben? Oder hast du dann selber gedacht, so, das sagt alles? Nee. Oder kommt da sowas wie, mein geiler Prachtprügel? Ich habe das Bild nicht beschrieben. Die Wand oder so. Also, kann ja sein, dass du sagst, das mache ich damit oder so. Ich habe dieses organische Gespräch, aus dem heraus sich das ergeben hat, fortgeführt. Weißt du, wenn ich das selber lesen würde, wäre ich, glaube ich, auch in einem Punkt, wo ich sage, oh Gott, aus, bitte. Ich glaube, das wäre schlimmer als das Bild. Wahrscheinlich. Weil das Bild, da kannst du dich dran erinnern, von dem, ja, ich habe mal so einen Scheiß gemacht. Oder ich habe mal sowas gemacht. Aber 20 Mal zu lesen, you like, huh? You like. Kein Filter. Gab's ja damals noch nicht. Ja, stimmt. Ah, super. Ja. Wo sind wir denn? Ich wollte gerade raus. 52. Ja, was meinst du, wie lange werden die Bilder so gezeigt? Also, wo wir nichts für können. Wenn die einmal online sind, ja, klar. Irgendjemand Screenshot. Ja. Ja, ich meine, aber oder wie lange ist das Thema? Also, ich kann sie jetzt wahrscheinlich immer noch die ganzen Nacktbilder von Pamela Hansen damals raus und das ist jetzt nicht mehr wieder wow, sondern ja, wow. Also, ich glaube, unter unseren Freunden länger thematisiert. Ja, ich glaube, er hat dann auch irgendwann so einen Namen weg, so Pimmelklaus oder irgendwie sowas. Meinst du, man würde Freunde verlieren dadurch? Das glaube ich nicht, aber... Meinst du, es würde die aktuelle Beziehung ein bisschen beeinträchtigen? Das... ein großes Ja aus den Augen und ein... Naja, ich meine, möchtest du von deinem Partner Nacktfotos sehen, die anderen geschickt wurden? Ja, Dirk ist gerade alle Emotionen durchgegangen.
Ja, der Satz, ich habe immer zu Teil des Satzes reagiert. Ja. So, ja. Oh, nee. Mit Kommentaren. Ja, das ist eine Sache. Also, das auch gesagt, ich glaube auch mit Freude. Ich überlege, ich müsste so zur nächsten Theatervorstellung gehen. Alle hätten meinen Lacken Löhres gesehen. Du gehst zu Jan ins Hotel. Ja, vielleicht gehe ich da erstmal ein paar Tage nicht hin. Ja, aber. Würdest du, also das Dumme ist, ja. Wir sind auch keine Sonnenbrillentypen. Wenn wir eine Sonnenbrille aufhaben, dann sieht es immer aus, als ob wir Vollhacke sind oder im Kostüm. Ein Penis, oder? Ja. Das wiederum, das bräuchte ich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht mal verschickt habe mit einer Sonnenbrille auf dem Penis. Ich habe ja mal vom Kumpel, der hat dann halt auch den Spitznamen gekriegt, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Von der Seite. Ja. Und der hat mich damals, da war ganz traurig, weil ich eine Beziehung zu Ende ging, wollte mich ja aufmuntern. Und das war ja, da hat er mir ein Foto geschickt von seiner Eichel mit einem Smiley drauf. Und ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um das zu erkennen. Und das war der Klassiker. Oh, oh. Ich erinnere mich immer noch an den Witz, den Inge damals gemacht hat, wo er meint, wie Bruder Sepp in den Baumarkt gegangen ist, um nach einem Edding zu suchen und dann auch gefragt hat, schreibt er auch auf Lila? Auf was? Auf Lila? Inge wusste das auch? Ja, ja. Okay, ich habe es ja eben erzählt. Ja, da fällt mir ein, ich habe Penisbilder, glaube ich, auch von dir. Also noch auf der Festplatte. Von mir? Nee, ich habe irgendwann mal so im Vertrauen geschickt. Nee. Mit dem Kommentar, you like? Also dieses you like muss ja wirklich bei dir ein Thema gewesen sein. Kann man alle Gespräche durchgucken, ob ich jemals you like geschrieben habe. Also ich erinnere dich nur an diesen Abend. Der Rucksack auf dem Kopf. In der Küche. Die ja. Jumping-Küche. Ja. Und da waren viel. Da war ich aber in guter Form. Ja, und da habe ich dann irgendwann mein Handy liegen lassen oder irgendwas passiert, weil ich hatte diverse Schlüpperfotos. Irgendwer hat aufgerissen. Nee, das war eine Lampe bei einer Teamsitzung. Da waren wir alle völlig nüchtern und haben alle. Du hast dein Handy liegen lassen, wir haben uns alle in die Hose fotografiert damit. Aber das habe ich, hab ich mehrfach. Das habe ich auch vom König und von dir und so. Bei ja, König war es. Ein guter Gag, den kann man schon öfter bringen. Naja, aber ich meine halt nur, auf den vorigen Fotos sieht man halt einfach das Ende deines. Also sieht man dein Pulli und auf dem nächsten sieht man das Ende dieses Pullis ganz explizit in so einer Viergruppe, der sich dann halt einfach mal so eine Wurst da, die sie auch immer traurig aussieht. Das ist ja das Problem. Also ein gespannt, gedrückter Penis mit Hoden und Hoden. Ja, also im Schlüpper fotografieren ist echt kein Geschenk. Könnt ihr alle mal ausprobieren. Zieht mal den Pulli hoch und guckt euch direkt in die Hose, wie der Lümmel so da liegt. Das wird auch, sowas wirst du auch nie verschicken. Ja. Sowas verschickst du nur einem Kumpel. Ja. Komm, jetzt lass ihn rausgehen, der sieht schon ganz fertig aus, oder? Ja, der ist ja harmlos in dem Zustand. Kann niemandem schaden. Er ruht. Das könnten auch die diversen Untertitelungen sein der heißen Fotos. Das ist alles. Das ist dann, glaube ich, schlimmer. Nicht irgendwie so erregte Nacktfotos, sondern einfach, wo wir halt da liegen und der Lümmel ruht sich an am Schenkel oder am Bauchnabel. Oder du kriegst direkte Nachfragen dann auf Instagram. Jetzt mal ehrlich, ist das komplett irrigiert gewesen? Ja. Das ist jetzt alles. Ja. Allerdings. Der Durchschnitt sind immer noch 14 cm in Deutschland. 14 cm erregiert. Da kommen wir noch ganz gut weg. Ja, gut. Aber da habe ich, glaube ich, nie eins mit Gesicht drauf, außer halt Randys Datenbank. Aber ja. Das, finde ich, wird durch Springen entschärft. Durch was springt? Ach so. Also, ja. Es gibt ein lustiges Springvideo. Klaus springt Seil, ohne Seil und ohne Hose. Aber das sollte ich auf der Bühne machen, aber das wurde dann doch in letzter Sekunde gestrichen. Solltest du mal nackt auf der Bühne sein? Ja, das war Schweighöfers Idee. Ach so. Ich sollte nackt auf der Bühne sein, dann mache ich nur, wenn ich auf- und abspringen darf. Dann meine super. Ich sollte mal bei diesem Drei-Personen-Stück, was ich da gespielt habe, Herbstzeitlosen, im Saarlandor, wo das war, mit dem 70 Jahre alten Regisseur. Und der meinte, wäre ganz cool, ich wurde kidnappt von zwei Mädels, bla, wenn ich dann zum Schluss in der ersten Szene
oder im ersten Akt, zum Schluss dann total nackt, dann, total verletzt auf der Bühne stehen. Ich meinte, nee, brauche ich glaube ich nicht. Und er hat, und der war über 70, hat es einfach mal vorgemacht. Wieso? Ist gar nicht, boah, ich kann meinen Schwanz hier wegklemmen, siehst du gar nicht, siehst du gar nicht. Das sah nicht gebrechlich, sondern es war ganz, ganz bizarre, ein ganz unangenehmes Bild. Ganz unangenehm. Also ich meine, das ist ja eh, ne? Also ich glaube, als Schauspieler bist du eher nackt auf der Bühne als nackt vor der Kamera. Yeah. Also ich war halt schon ein paar Mal nackt vor der Kamera, aber ich wusste ganz genau, die können das nicht zeigen und deswegen sieht man keinen Penis. Und ja, ich hatte das ja auch in einem Kurzfilm, den ich damals mal gemacht hatte, wo Patrick Kamera gemacht hat und mich gefragt hat, war ich mehr oder weniger die ganze Zeit nackt. Auch so klassisch mit Socke über dem Lümmel. Aber war das nicht, wo du in Milch gebadet hast? Nee, da hatte ich einfach eine Badehose an. Ah, okay. Es gab so einen Film, der auch mehr oder weniger nur aus irgendwelchen angedeuteten Sexszenen bestand. Und da war ich fast die ganze Zeit nackt. Also dann meistens in Boxershorts, aber halt auch oft ganz nackt, dann halt mit Socke drüber. Wie viel Mal nackt warst du jetzt schon? So vor Kamera? Ja, einmal nackt am Rosenthaler Platz. Ah, ja, stimmt, für gegen Pelze. Ja, oder ja. Warst du schon mal nackt in der Werbung? Nee. Ja. Ach, diese Badewanne. Genau, ja, genau. Pimmelshot, das erkläre ich Ihnen hinten noch. Ja. Ja, das Ding wurde dann halt auch so geschnitten, dass man es nicht sah. Aber in der Badewanne saß ich und hatte nichts an. Ja. Dann bei Nichtsdestotrotz. Ja. Da war ich auf jeden Fall nackt. Und das war ja noch während der Szene, also oder der Pro oder ein Take, da würde ich so loslassen. Das hatten wir vorher geprobt, war alles gut, also auf dem Bett. Und in der Szene dann ist sie mit dem Hinterkopf auf die Bettkante geknallt. Und dann war halt irgendwie erstmal Abbruch, mein Gott, sowas. Und dann nach 10 Minuten, wo alle um sie rumwirbelten und schon irgendwie Arzt rufen wollten, meinte dann die Assistenz zu mir, zieh dir doch mal was an. Weil ich lag nicht mehr im Bett, sondern ich stand die ganze Zeit oder gebückt so vor ihr und alle auch. Und ich war der einzige komplett Nackte da. Da, ja. Ach, geh mal, keiner mag so richtig um sie rumfassen, weil du da stehst. Was? Warum? Kann ich nicht? Ach gut, dann hebe ich nicht die Schuhe zuerst auf dich. Oh Gott, ja. Und irgendwo anders noch, aber das weiß ich nicht. Ja. Aber da müssen ja eigentlich unsere Kolleginnen öfter aufpassen, weil da ist ja dann ganz gerne mal, dass der Regisseur sagt, naja, da kommt ihr halt einfach mal um. Ja, warum? Ja, warum nicht? Übrigens, nee. Ja, wir bieten es ja schon immer an. Keiner springt drauf an. Guck mal, der kommt einfach ohne Hose. Nein, das ist ein ganz normaler Spot, es geht um BMW. Okay, aber wie wäre es, wenn er nur den Arztkittel hat und nichts drunter? Mach den Kittel zu. Nee, nee, nee. Nicht mal ein Arzt in der Szene. Und lauf nicht. Warum willst du denn laufen? Also wir würden uns draufsetzen. Auf den Pimmel? Nein, ich meine, wir würden sagen... Naja, Angriff ist die beste Verteidigung. Hoffen, dass keine Nachrichten geleakt werden mit dem... Würden wir so Kooperationen versuchen zu schaffen mit... Es gibt auch hier diese... Ja, beziehungsweise gibt es auch hier diese Nackt-DJ-Tante, die überall immer rumrennt, die irgendwie so die ist so Trash-Queen. Die hat doch ihre Brustwarzen, hat sie zu Herzen umoperieren lassen. Okay. Weiß nicht. Okay. Die eröffnet auch zum Beispiel ganz oft immer die Venus oder so. Ja. Das wäre doch mal geil. Nicht diese hocherotischen Ladies, sondern wir wären dann halt auf der Venus. Ich glaube richtig schön ist, wenn deine... Der erste Einbruch der Zuschauerzahlen. Erst Corona, dann Klaus im Dirk. Wenn deine Nacktbilder dann auch bei so Spam, also ich meine, so Spam nutzt ja auch immer irgendwelche Nacktbilder, wenn dann halt ständig bei uns auftaucht, geile Singles aus deiner Umgebung. Hast du denn so viele, oder hast du denn Bilder in Reihe verschickt, dass man da gute GIFs draus machen könnte? Nee, auch nicht. Keine Mütze Glatze oder sowas? Keine Videos, nix. Ah. Scheiße. Weil das wäre ja ganz geil. Das gibt ja natürlich gut, dass du Seifenblasen machst. Ja. Oder jemand anders. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir da... Also meinst du, bis auf ganz, ganz, ganz viel Scham wird was Schlimmes uns dann passieren? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel... Ich glaube nicht. Also bei Werbung glaube ich, wenn es... Ja, meinst du denn nicht... Müsste man erstmal warten, bis der Trubel sich gelegt hat. Aber
meinst du sowas wie Uli und Co.? Ja. Meinst du, die würden sagen, das war's? Nee, oder das meinst du nicht, so, aber ich glaube, die schlagen dich erstmal ein Jahr nicht vor für irgendwas. Ja. Sieh mal zu, dass du das in den Griff bekommst, dass nicht immer... Oder entfern wenigstens deine Verlinkung. Das ist nicht dein Showreel. Ja. What? Aber ich zeige so viele Facetten. Ich hab eine Stunde bei Apple TV, Apple Schneide, das einfache Ding, was man auf dem Rechner bei Apple iMovie. Ich habe eine Stunde bei iMovie gesessen, um das so zu schneiden. Du hast es auch als Audio-Reel hochgeladen. Du entspringst aus der Hose eines Hamsters. Ja, gut. Ja, und dann App das lang. Also du meinst einfach nur super schön, ja. Wir verlieren keine Freunde, wir verlieren keine Jobs, sondern es pausiert alles. 4 Wochen lang ist das in unserem Freundeskreis das einzige Thema. Ja, ich bin ziemlich weit weg. Ich glaube, ich würde ein paar Tage vielleicht das Handy ein bisschen still machen. Ja, das kann ich, glaube ich, auch. Oder nur noch hier dieses, gibt da so eine Liste, dass du sagst, von wegen, diese 5 Personen können mich noch kontaktieren. Oder so. Da habe ich so ganz gezielt, ja. Unangenehm werden so plötzlich Leute, die so ein bisschen so eine, wo man ein bisschen vielleicht, weiß nicht, Ehrfurcht hatte aus der Vergangenheit, die dann plötzlich sagen, ne, Herr Schnell, was war denn da los? Keine Ahnung. Wenn sich irgendwelche alten Bundis bei dir melden. Oder dein alter Judo-Trainer. Das wäre... Der so eine fadähnlich wie Guma war und sagt... Ich glaube, der würde sagen, Mensch, den Bauchmuskeln können wir nochmal arbeiten. Das war nicht mein Training. Ja. Aber dann ist ja okay, wenn jemand... Also ich glaube, der würde das auch noch mit Humor sehen. Ich glaube, der hat schon schlimmere Dinge verschickt. Naja. Hat er schon verschickt? Bin ich mir 100% sicher. Wie gesagt, ich krieg nur Kritik am Körperbau bei sowas. Ja, eigentlich klingt das gar nicht so schlimm alles dann, ne? Ja. Und meinst du das im Nachhinein, wenn wir dann noch diese Kampagne mit erotischen Fotos, ich glaube, das überlasse ich dir, das kann ich nicht, und lustigen Nacktfotos durchziehen, meinst du, dass wir danach nicht noch Leute kriegen, die so ein bisschen Lob ausschütten? Oder sagen, wir würden ja gerne darauf aufbauen, dass wir halt so kleine, voll den kleinen Finger reibt, der tief in sein Auge. Ich habe echt nichts. Ja, was willst du machen? Also, früher oder später... Also wenn das wie dieser Arzt abläuft, das ist ja super. Ja. Das einzige Lustige fand ich von denen, das ist ja bei den meisten nur eine milde Erkältung. Ich meine, weil Simone ja richtig, richtig krass flach lag und das halt, also Simone ist ja das letzte Mal vor 8 Jahren krank gewesen. Das ist halt immer so krass. Wenn das, was ich da vor 3-4 Wochen hatte, das hat mich auch niedergestreckt wie ein Blitzschlag. Ja. Also da war ich 3 Tage, da war mit wegen nichts an, ich kam nach Hause, dann haben wir noch den Podcast aufgenommen. Und da war ich noch kurz, weiß ich nicht mehr. Ich hatte eine Doppelvorstellung im Theater, einen Podcast aufgenommen, Stimmt. Hab nichts runtergekriegt und dann lag ich abends mit Fieber im Bett und konnte mich nicht mehr bewegen. Aber Fieber länger als ein Tag oder war 3 Tage so? Ja, ich glaube am 3. Tag hatte ich kein Fieber mehr. Also, aber da war ich voll ruiniert. Also wirklich, ja. Simone hatte, glaube ich, jetzt den ersten Tag Fieber, dann erhöhte Temperatur. Und jetzt pendelt es immer zwischen erhöhte Temperatur, also weiß nicht irgendwie, ich glaube ab 37 ist erhöhte Temperatur, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich dachte irgendwie 36, 8 und so ist noch okay oder im Rahmen, ich habe keine Ahnung. Aber hat sie auch andere Erscheinungen? Ja, es war halt eine unheimliche Erschöpfung. Dann war es Husten, der ist halt immer noch. Ja, den hatte ich auch lange. Ja, und halt irgendwie, ich glaube, Gliederschmerzen, keine Ahnung, aber Schnupfen jetzt ein bisschen. Aber es wirkt halt echt wie so eine Instant-Erkältung. Ja, also sowas bei mir auch von einem Moment auf den anderen. Ich war morgens im Theater, da dachte ich so, okay, meine Muskeln fühlen sich alle ein bisschen verkrampft und daneben habe ich gedacht, okay, ich war die letzten 3 Tage klettern, wahrscheinlich da irgendwas, aber
der Laden fühlt sich gerade wie noch nie zuvor. Das ist Wahnsinn. Das kann ich früher immer nur bei Feiern. Egal. Wahrscheinlich wegen unserer Nacktfotos. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mal gelesen auf dem Robert-Koch-Institut-Seite, ja. RKI. Roland Koch. Genau, Roland Koch. Was für Symptome ja. man haben muss, damit man sich melden sollte. Ja. Das Lustige ist, es sind immer die ganz normalen Grippesymptome ja. in Verbindung mit, ich hatte Kontakt zu einer Person, die in gefährdeten Gebieten oder schon positiv getestet wurde. Du denkst, mittlerweile, wenn du in einem Bundesland lebst, was ja alle ja. sind, bis auf Sachsen-Anhalt, wo es halt einfach schon Fälle gibt, ja. wenn auch teilweise, glaube ich, irgendwo nur 20 oder ein oder irgend sowas, aber bist du dann nicht potenziell, wenn du in der Öffentlichkeit dich bewegst, immer ja. in Kontakt mit möglichen Leuten. Und dann, also die Sache... Ich sag ja, wenn du überlegst, wie das mit hier an der Schule. Ja. Die Grundschule wurde geschlossen, das heißt Björns Kids, ja. das heißt ich, das heißt jetzt auch du. Über mehrere Ecken. Aber bei sowas verstehe ich halt, dass sie die Buchmesse und die Tourismusbörse absagen. Ja, ja, ja. Weil dann wird halt, und natürlich bei 200.000 Leuten, die auf der Buchmesse erwartet werden, ja. wird halt einer positiv mit Corona getestet, ziemlich sicher. Und dann müssen halt alle getestet werden. Alle. Statistisch gesehen ist doch bestimmt auch hier ein Corona-Fall in der Kneipe. Das weiß ich nicht. Das heißt doch immer von wegen bei einer vollen Kneipe ja. in einer Großstadt, am Wochenende sitzt du mindestens mit einem Mörder in der Kneipe. Ja, gut. Der jetzt unbedingt Corona hat. Ich weiß nicht, oder die. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Statistik ist oder wieder irgendwas aus Schulzeiten, ja. was man sich abgespeichert hat und das nie wieder verifizieren ließ, sondern einfach sagt, doch, das hat der Hausmeister gesagt und der war in Vietnam. Also. Jetzt ist halt die Frage, ist das halt. Stimmt es numerisch, also einer von 100? Das heißt, also gehen wir davon aus, vor der Kneipe 100 Leute, es ist einer von 100. Aber das bedeutet ja nicht, dass in jeder Kneipe mindestens einer von den 100 sitzt, weil die sich gleichmäßig über die Kneipen verteilen. Wahrscheinlich gibt es Kneipen mit einer viel höheren Anordnung an Mördern. Jetzt ins Matrix. Matrix müsste eigentlich schon geschlossen sein. Weil da kommen Busse aus ganz Deutschland ja. hin, damit alle Kinder, die gerade aus Arenal oder sowas herkommen, alle da saufen. Ich gucke mal auf die Uhr, dass wir nicht in die Raucherphase reingeraten. Ja, ich würde dann auch bald fahren. Ja, ey, du bist ja... Oh, fit sein, würde ich auch. Um 7.30 Uhr geht's los. Geil, Deutsche Zeit. Oper, ja. Aber, da es diese Vignettendinger sind, ist 11.30 Uhr Mittag. Und 11.45 Uhr ist Umbau zum nächsten ja. Set und dann bin ich schon nicht mehr dabei. Also rein theoretisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, bin ja. ich jetzt morgen um 12 Uhr fertig mit dem Ding. Das Ganze ist auf Rechnung. Ja. Muss aber auch. Ja. Dann. Ja, ich hoffe, wir konnten das wieder mal umfänglich klären. Als Thumbnail nehmen wir einfach Nacktfotos von uns. Ja, ich schicke dir ein paar. Auf Signal. Signal ist das sicherste, was es gibt. Ja, habe ich mittlerweile, weil Jan das nicht mehr Telegram haben darf, weil er nur noch ein Diensttelefon hat, ja. wegen der DSGVO darf er nichts anderes mehr nutzen. Müssen wir jetzt wirklich eine Signal-Gruppe aufmachen? Geben wir jetzt Philipp nach. Philipp habe ich schon angeschrieben und er meint, jetzt mach ein bisschen Druck. Ich habe da schon alles gelöscht. Also mir ist das, also ich bin ja gerade wie so ein Vater, der seinem Kind irgendwie sagt, nein, bis 12 kommst du rein. Und dann nach 5-mal schreien, sagt er, Alter, komm einfach nur lebend. Ist mir scheißegal wann, aber komm lebend. Ich kann aber nicht mehr. Ja genau, das ist so wie du immer. Du bist ja immer der am schnellsten diesen Vater dann gibt, der halt immer von allen Seiten immer so angepimmelt wird, weil es immer deine Ortschaften sind. Und dann irgendwann sagst du, ja dann okay, wenn ihr sagt, wir haben alle, keine Ahnung, wir haben alle Eislaufschuhe an und oben haben wir alle uns eine halbe Tonsur rasiert, dann machen wir das halt. Ist doch wenigstens für eine Viertelstunde lustig. Ja. Gut, ne? Wir sind Nüsse mit Dirk und Klaus auf. YouTube, Nüsse und Dirk mit Klaus. Oder Nüsse mit Dirk und Klaus in der richtigen Reihenfolge der Worte auf allen Podcast-Apps außer Spotify. Ich war so irritiert, weil Tilo gerade mir vorbeiging und Tilo hatte halt irgendwie gerade dieses klassische, ich habe das Hemd nur in der Hose, ja. aber jetzt habe ich mit Bauch und Gemütlichkeit schon ein bisschen was anderes geschaffen. Und dann hat das so ein bisschen so ein gruseliges Bild. Ja, Nüsse@gmail.com. @nüsse@gmail.com auf Twitter. Ja, ich habe hier immer noch eine Adresse. Ja, findet uns gut.
Wie ist die Mehrzahl von Penis? Penen? Nee. Peniten? Nein, Penis. Das ist sicher. Ich habe das letztens nachgegoogelt, nachgeschaut, weil, der dusselige allgemeine Hund sagt Penisse. Ja. Aber fachlich ist es Penis. Ich weiß aber nicht, ob die Betonung richtig ist. Ob ja, Penis müsste es schon sein, ja. Okay. Also. Ja, nimmst du es nicht. Aber ich finde das faszinierend, dass aus Penis Penis wird. Weil es wird ja aus. Es kommt auf den Wortstamm, also wenn es. auf den Wortschaft, wollte ich sagen. Oh, oh, oh. Also wenn es griechisch ist, dann ist es ganz normal, dass IS zu ES wird. Ja, da muss ich das Foto dazu sehen. Griechisch, Sie verstehen?